Heute zeige ich euch ein Brot, das ich im Glas gebacken habe. Das ist wirklich lange haltbar und hat vor allem richtig viele Ballaststoffe und Nährwerte. So sieht das aus, wenn das gebacken ist. Und wie das von innen ausschaut, das zeige ich euch gleich. Also bleibt bis zum Ende dran. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie man das Brot zubereitet. Als Basis habe ich mich für weiße Bohnen entschieden. Die sind in der Konserve ewig haltbar und daraus könnt ihr einfach jederzeit ein Brot backen. Die Flüssigkeit von den Bohnen auf gar keinen Fall weggießen, die haben viele Nährwerte, die wegzuschütten ist viel zu schade. Die püriere ich jetzt, zur Not könnt ihr die natürlich auch so klein stampfen. Das stelle ich kurz zur Seite. Jetzt mische ich erstmal alle trockenen Zutaten zusammen. Hier habe ich 200 Gramm Haferflocken, 200 Gramm Kerne. Ihr könnt die Kerne nehmen, die ihr mögt und die ihr da habt. Ihr könnt auch nur Sonnenblumenkerne nehmen, Kürbiskerne, was ihr wollt. Ich habe jetzt hier eine Mischung aus Kürbiskern, Sonnenblumenkernen und Sesam. Ich glaube, die Schüssel ist ein bisschen zu klein. 80 Gramm geschrotete Leinsamen. Gramm Chiasamen. 20 Gramm Flohsamenschalen. Einen Teelöffel Salz. Und 160 Gramm Nüsse. Das sind alle trockenen Zutaten und das vermische ich jetzt erstmal. Hier habe ich 170 Milliliter Wasser und 20 Gramm Öl. Und jetzt kommen die Zutaten einfach da rein. Und das Ganze knete ich durch. Die Haferflocken richtig schön durchmatschen, richtig durchkneten. Jetzt wird es auch schon langsam fester. Jetzt nehmen wir das erste Einmachglas. Wichtig hierbei ist, dass das Glas wirklich komplett gerade verläuft. Manche Gläser werden nach innen hin schmaler, dann bekommt ihr aber das Brot nicht mehr raus. Den Boden mit Öl bepinseln und ein bisschen die Seiten. Ich fülle nun den Teig ein. Das mache ich nach und nach Stück für Stück und drücke den Teig dabei richtig fest. Ich drücke den Teig dabei gut an, damit keine Luftlöcher entstehen. Durch die Luftlöcher könnte das Brot beim Schneiden auseinanderfallen. Die Zutaten habe ich so gewählt, dass ihr genau zwei 850 Milliliter Gläser befüllen könnt. Aber alle wichtigen Angaben schreibe ich euch nochmal in die Infobox. Zum Schluss streiche ich den Teig mit so einem Spatel schön glatt. Ich kontrolliere nochmal. Das sieht soweit gut aus. Mache den Rand sauber. Der Rand muss wirklich richtig sauber sein, damit der Deckel gut schließt.
Ansonsten könnte sich Schimmel bilden. Zum Schluss verteile ich mit einem Pinsel ein bisschen Öl. Das gibt dem Brot eine richtig schöne Farbe. Die Brote lasse ich jetzt ungefähr 20 Minuten quellen und dann heize ich den Backofen vor. Meine Gläser sind gequollen und mein Backofen habe ich auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Ich schiebe jetzt mein kaltes Gitterrost in den Ofen und dann kommen sofort die Gläser darauf. Die backe ich ohne Deckel. Wenn ihr die Gläser auf das heiße Gitterrost legt, dann könnten die Gläser platzen. Deshalb den Backofen immer ohne Blech bzw. Gitterrost vorheizen. Das stelle ich jetzt in den heißen Ofen und backe meine Brote für 70 Minuten. So, die Gläser sind frisch aus dem Ofen. Jetzt müssen wir die sofort verschließen. Dafür habe ich die Gummidichtung und die Deckel in heißes Wasser gelegt. Einmal kurz abtropfen. Dann lege ich die Dichtung hier drauf, auf das Glas und sofort verschließen. Das gleiche bei dem anderen. Weil wenn wir die kalten Deckel da drauf legen, könnten die uns platzen. Und auch hier wieder. Der erste Clip und der zweite. So. Jetzt drehe ich die Gläser einfach um, weil die Brote so heiß sind, dass die natürlich Kondenswasser bilden. Wenn sich jetzt das Kondenswasser bildet, sammelt sich das hier oben in dem Brot und tropft uns nicht vom Deckel auf das Brot. Der weitere Vorteil ist, die Brote rutschen dann schon mal gerne runter und somit haben wir sie direkt vom Glas gelöst. Jetzt schauen wir uns das Brot aber erstmal von innen an. Ich habe eins der Brote schon mal rausgeholt und abgekühlt und jetzt schaut mal bitte, wie lecker das aussieht. Von unten total lecker und von oben auch. Deshalb habe ich das auch mit Öl eingepinselt. Das gibt dem Brot einfach eine richtig schöne Farbe. Und jetzt zeige ich euch das mal von innen. Boah, schaut mal, wie toll das aussieht. Richtig schön saftig. Boah, das riecht so lecker. So, schaut euch das mal an, wie super lecker das aussieht. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die Basis aus weißen Bohnen besteht und hier ansonsten nur Nüsse und Kerne drin sind, das ist wirklich ein richtig nahrhaftes, proteinreiches Brot. So habt ihr wirklich über Wochen und Monate ein richtig leckeres Brot, das ihr jederzeit rausholen und essen könnt. Das ist nicht nur gesund, lecker, das ist nahrhaft, proteinreich und voller Eiweiß. Ich verlinke euch hier oben rechts in der Infocard ein Video, wo ich auch ein Brot im Glas gebacken habe. Und dort erkläre ich euch ganz genau, was ihr machen müsst, damit euer Brot nach dem Backen mehrere Monate, wenn nicht sogar über ein Jahr haltbar ist. Wichtig ist halt, dass ihr sauber arbeitet, dass euer Glas sauber ist, dass der Rand sauber ist, damit sich kein Schimmel bilden kann. Und wenn ihr das befolgt, dann ist euer Brot wirklich lange haltbar. Wie gesagt, schaut euch das Video hier oben rechts an, dann könnt ihr euer Brot über mehrere Monate haltbar machen. Das war's von mir. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachbacken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ja, es wird immer schöner, je mehr Scheiben man anschneidet. Und ihr seht, das hält. Da fällt nichts auseinander.
Natürlich könnt ihr das Brot auch in der Backform backen. Das geht selbstverständlich auch.